Ja, hi. Ich bin die Jutta Teufsen. Mein Thema lautet: Wer nicht hören will, muss sehen. Gewalt, sexueller Missbrauch und Hitler in der Kunst. Großartig, hier nach Konfetti und so, jetzt der Downer. Ja, was ist das für ein Thema, für ein Science-Slam, fragt ihr euch da? Ihr wolltet doch Katzenfotos sehen und mit Katzenanalogien naturwissenschaftliche Forschung erklärt bekommen. Das verstehe ich auch. Machen ja auch viele, Katzenfotos sind ja auch toll. Ich mache heute ein kunstwissenschaftliches Thema. Kunstwissenschaftliche Themen sind in der Science-Slam-Szene nicht so beliebt. Und sonst auch nicht in der Welt. Nirgendwo. Was soll man auch damit? Kann man das anwenden? Kann man da Krebs mitheilen? Nein, das geht nicht. Man kann das nicht in Tablettenform pressen und damit Krankheiten heilen. Aber durch kunstwissenschaftliche Forschung können wir verstehen, wie die Wahrnehmung von Kunst erstmal die Gedanken, die Gefühle und später auch das Verhalten von Menschen beeinflusst. Das eigene und auch das der anderen. Ihr habt das in der Schule gemacht, zum Beispiel hier mit Edvard Munch. Genau, da hat euch die Kunstlehrerin gefragt, ja und was macht das mit euch und so, hier der Schrei. Und ihr habt gedacht, ey, das macht nichts mit mir, lass mich in Ruhe. Habt vielleicht auch Impressionismus gemacht, musstet euch dann da hinsetzen und so Tupfen aufs Bild machen und Frau Müller, warum soll ich das tun? Ja, macht das einfach! Und euch hat das nicht so richtig bewegt, das verstehe ich auch. Heute machen wir was zu dem österreichischen Künstler Gottfried Hellnbein. Ich glaube, den habt ihr nicht im Unterricht durchgenommen und ich glaube, dass der euch berühren wird. Zarte Gemüter vielleicht mal die Augen und Ohren zuhalten, so noch 8 Minuten oder so. Das ist ein Bild von dem. Das ist ein Gemälde, kein Foto. Wir sehen hier ein Kind, offenbar verwundet. Das Blut rinnt überall raus, der Kopf einbandagiert. Ansonsten ein zartes rosa Unterhemd an mit süßen Applikationen und sowas. Die Wirkung des Bildes, schnell zusammengefasst. Verletzend, verstört, verstörend. Manche mögen Ekel empfinden, andere Wut. Manche sind vielleicht bei ihren Kindern zu Hause in Gedanken. Ja, meine Forschung dreht sich darum, wie sich die Darstellung des Kindes bei Gottfried Hellnbein in den letzten 50 Jahren verändert hat und vor allen Dingen, wie die Gesellschaft jeweils darauf reagiert. Das ist nicht das einzige Bild, in dem Hellnbein Kinder und Gewaltdarstellung zusammenbringt, sondern da gibt es eine ganze Menge. Ich habe mir die alle angeschaut, jedes einzelne. Ich gebe euch eine kleine Rundschau. Vorsicht, die zarten Gemüter. Das hier ist Osterwetter. Das ist von 1969. Damit wurde er an der Kunstakademie in Wien angenommen, wo sich übrigens Hitler beworben hat und nicht angenommen wurde. Wir wissen nicht, vielleicht wäre vieles besser gelaufen, wäre Hitler angenommen worden. Das ist ein Ausschnitt aus einer Performance. Da hat er sich einbandagiert und Kinder auch, hat sich so irgendwo hingestellt, die Kinder auch fotografiert, geguckt, wie die Passanten so reagieren. Ja, die reagierten gar nicht, was merkwürdig ist. Hier noch ein Bild von einem einbandagierten, hilflosen Kind. Ein Bild aus der Serie The Disasters of War. Kinder in Soldatenuniformen, die offensichtlich schwer verletzt sind. Hier auch noch eins. Das linke hier ist ein Ausschnitt aus einer Installation am Kölner Hauptbahnhof 1988. Das war, wie viele von euch wissen, das 50-jährige Jubiläum, könnte man beschönigend sagen, der Reichspogromnacht, Reichskristallnacht. Und Hellnbein hat eben diese riesigen Plakate von Kindsköpfen aufgehängt mit dem Vermerk Selektion. Und die Bevölkerung, viele konnten das gar nicht ertragen, das zu sehen. Bilder wurden geklaut, entwendet, kaputt gemacht, zerstört, weil das eben sehr krass war. Das ist ein Bild, auch ein Gemälde. Da hat Hellnbein sich Zugang zu Polizeiarchiven verschafft, legal. Hat sich Fotos von Kindern angeschaut, die gewaltsam zu Tode gekommen sind. Oh, ich soll auf das Kreuz gehen. Die gewaltsam zu Tode gekommen sind, hat das immer wieder fotografiert und später auch gemalt. Ihr seht also ganz schön krasse Sachen. Und deswegen kriegt Hellnbein auch immer den Vorwurf und die Frage, ja, wieso macht er denn das? Ist es krank oder was? Und es ist eh ein großes Tabu, das kann man doch nicht machen. Ja, wieso macht er das? Was macht man als Kunstwissenschaftlerin, wenn man herausfinden möchte, weswegen ein Künstler sowas tut? Man guckt sich die Bilder an, man geht ins Museum, ins Archiv und so, habe ich auch alles gemacht. Hab mir dann überlegt, ja, wir müssen ja nicht so tun, als wären alle Künstler tot, wenn die tolle Sachen gemacht haben. Ruf den doch einfach mal an. So. Habe ich mal nachgefragt und ja, dann konnte ich mit dem telefonieren, über eine Stunde, haben wir schön geschwatzt. Und das ist ganz interessant, was der dazu sagt, zu dem Vorwurf Tabubruch, denn das ist gar nicht unbedingt eine Beleidigung für einen Künstler, sondern kann eben auch ein Kompliment sein. Denn Hellnbein begann eben über diese Themen zu malen, da war sexueller Missbrauch an Kindern schon lange institutionalisiert, auch in Österreich, ihr kennt das, Internate, kirchliche Institutionen und sowas, ist euch bekannt. Und er hat eben schon darüber gemalt. Es gab auch in Österreich viele Fälle von Inzest. Hier der Fall Fritzl, der seine Tochter jahrzehntelang im Keller eingesperrt hat und viele inzestuöse Nachkommen gezeugt hat.
Ja, all diese Sachen. Und Hellenwein ging es nie darum, schöne Bilder zu malen, hier so ein impressionistisches Blumenmeer, was man sich schön übers Sofa hängen kann oder übers Telefon. Darum ging es dem nie. Schön, Blumen. Nein, der wollte mit seiner Kunst die Leute zum Reden bringen. Es ging ihm um den Tabubruch. Und er hat sich dann eben mit den Gräueln der Nazizeit beschäftigt, denn in den 50ern und 60ern war auch das noch ein Tabu, darüber zu reden. Da sprach man nicht drüber. Man wusste, es war geschehen und dann war das so. Hellmann in der Kunstakademie dachte sich im Aktmalkurs, oh, jetzt schon wieder Aktmodelle malen, male ich nicht, nee. Ich male mal hier so richtig schön geil in grellrot Hitler. Ist nicht das Originalbild, das habe ich jetzt zusammengeschustert. Ja, hat er dann gemalt, der Professor ging rum, hat das gesehen, rannte raus, kam mit all seinen anderen Kollegen wieder, alle in Helmaufruhr, in großer Panik. Das Bild wurde beschlagnahmt, Hellmann musste mitkommen. Ja, hat Hellmann gemerkt, ach, guck mal an, die Leute reden. Ich habe Einfluss, ich kann mit meiner Kunst was bewirken. Ja, und so fing das eben an, dass er dann sich auch mehr und mehr mit dem Kind beschäftigte, auch gerade im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Und so kam es, dass er eines Tages dann dieses Bild malte, das Aquarell Lebensunwertes Leben. Wir sehen hier ein hübsches Kind, schön adrett angezogen, wie es mit dem Kopf im Essen liegt, offensichtlich schnell runtergefallen, wie die Bröckchen von dunkler Soße, die überall hinsprühen, das zeigen. Wie die Bröckchen eben die schön weiße Tischdecke und den schön weißen Kragen auch verschmutzen. Das Kind ist offensichtlich tot. Der fragende Blick des Betrachters wird eingefangen durch den Bildtitel unten links, Lebensunwertes Leben, Punkt. Und uns wird klar, dass das eben auf die Euthanasieprogramme des nationalsozialistischen Regimes hinweist, in dem eben viele hundert, viele tausend Kinder zu Tode kamen. Und Hellenwand malte dieses Bild nicht aus heiterem Himmel, sondern hat er ein Interview gelesen im österreichischen Kurier, in der Zeitung 1979, von einem SS-Arzt, Dr. Gross. Und der hatte sich eben auf sehr herabwürdigende und relativierende Weise geäußert. Und hier ist ein Originalzitat, ich lese das mal vor. Soweit ich weiß, wurde niemand totgespritzt. Die Schwestern haben den Kindern das Gift ins Essen gemischt und die sind dann einfach eingeschlafen. Ja, und das fand Hellmann eben höchst provokant. Ist auch verständlich. Noch krasser aber wiederum fand er die Reaktion der Bevölkerung. Die blieb nämlich aus. Ja, da war man so dran gewöhnt, man sprach auch nicht drüber. Dann dachte sich Hellmann, ja, vielleicht haben die Leute ja Probleme, Worte zu verstehen. Vielleicht muss man das malen, damit das in die Köpfe geht. Also hat er dieses Bild gemalt, sich an ein Nachrichtenmagazin gewandt und einen Brief dazu geschrieben und das veröffentlicht. Wurde auch veröffentlicht. Und ich zeige auch noch den Brief, hat er eben an diesen NS-Arzt geschrieben. Lieber Herr Dr. Gross, als ich mir Holocaust, die amerikanische Fernsehserie, angeschaut habe, ist mir Ihre Stellungnahme im Kurier wieder eingefallen. Und da wir gerade das Jahr des Kindes haben, will ich die Gelegenheit ergreifen und Ihnen im Namen der Kinder, denen unter Ihrer Obhut in den Himmel geholfen wurde, herzlich danken. Danken dafür, dass Sie nicht totgespritzt wurden, wie Sie sich ausdrücken, sondern dass Ihnen das Gift lediglich ins Essen gemischt wurde. Mit deutschem Gruß, Ihr Gottfried Hellenwein. Ja, und dann tada, die Leute reagierten. Das ging voll ab. Ganz viele Leserbriefe und endlich gab es eine Reaktion. Und das ist das, was Gottfried Hellenwein so nennt. Er hat den Dialog mit der Gesellschaft begonnen. Und damit meint er, dass er eben das Mittel der Kunst benutzt, um die Gesellschaft zum Reden zu bringen, um diesen Dialog zu initiieren. Mit der Gesellschaft, mit Mittätern und mit den Tätern an sich. Ja, was eben als Tabubruch begann, findet immer noch statt. Gottfried Hellenwein malte seit ungefähr 50 Jahren und das Thema Kind ist mehr und mehr in den Mittelpunkt gelangt, weil es eben nicht nur historisch Opfer von Gewalt wurde, sondern immer noch Opfer von Gewalt ist. Und ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen gezeigt, was Kunstwissenschaft vielleicht doch bewirkt und zeigt und euch ein bisschen angeregt, mal auf Kunst im Museum zu achten, aber auch im öffentlichen Raum. Und wenn ihr jetzt auch Gefallen an Hellenweins Bilder gefunden habt, dann stellt euch doch mal ein Bücherregal, ein Bildband ins Regal. Ich habe so eine abschreckende Sache gefunden, ich habe das auch außerhalb der Präsentation jetzt gelagert. Bildband ja, eine Sache nicht. Wir wollen keine tätowierten, blutenden Kindsköpfe auf Schultern und Armen sehen und auch nicht auf Waden. Augen auf beim Tätowierer. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Jutta Teufsen.